So, wir sind weiter unterwegs an der chinesischen Mauer auf der Suche nach Lance, der wiederum auf der Suche nach einem Heilmittel für seinen Vater ist. Ja. Natürlich geht's hier weiter mit dem Vernichten sämtlicher Gegner. Aber wir sind auch schon recht weit fortgeschritten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also ich, mit etwas Glück sollte das Ganze mit diesem Part abgeschlossen werden. Wenn nicht mit diesem, dann aber hundertprozentig im nächsten. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja. Man achte dabei auf die Gegner. So, 5 Gegner haben wir noch. Und ein paar simple Schalterrätsel. Na los, bewegt einen Arsch hier. Hast ja gar keinen. So, einmal den und einmal den. Ist, glaube ich, nur wieder zurückzugehen. Oh, ein bisschen Energie, das ist sehr nett. Ach, Mensch, nochmal. So, da haben wir nochmal Portal, aber zuerst gibt es Lebensenergie. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt hier überhaupt verwandeln muss. Weil eigentlich brauche ich ja noch den Spin Dash, aber ich mache es jetzt mal. Aber wahrscheinlich ist irgendwie wieder so ein irgendwo hier noch so ein Rätsel oder sowas, mit dem man bei dem man ein bisschen mehr Reichweite braucht. Sprich also den Dark Fryer. Ich hoffe zumindest, dass ich mir jetzt hier keinen dämlichen Umweg mit aufbürde. So, hier hinten war nichts mehr, oder? Nee. Lieber mal sicher gehen, bevor wir noch was übersehen. Es heimt sich sogar. Fantastisch. Ah ja, so kommen wir an diesen an dieser Rampe auch vorbei. Wahrscheinlich brauchen wir den jetzt im nächsten Abschnitt. Also da gab es den Spin Dash. Ah ja, natürlich. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Und hier brauchen wir auch die Distanzattacke. So, nochmal und dann solltest du auch dran glauben. Ja, da wären wir mit Will nicht weitergekommen. Also, demnach kann ich mich mal mit dem Prädikat alles richtig gemacht schmücken. Ach, warum ist hier also verdammt zäh sein? Der Kollege will auch lieber auf der anderen Seite bleiben. Ach so, ja. Die wacht noch nicht auf. Sonst wäre es hier auch recht einfach durchzukommen. So, den nach oben. Was machen wir mit dem Kollegen? Den ziehen wir eben. Nee. Ah, dann müssen wir beide nach hinten ziehen. Ja, und am besten nicht so, dass wir uns hier den Weg versperren. So, wie geht's hier weiter? Den nach hinten. Dann nach unten. So, mit dem Schalter erwachen alle zum Leben.
beschleunigen wir das Ganze damit mal ein bisschen. Das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müsste das hier eigentlich auch schon der... Ja gut, was heißt schon? Müsste eigentlich der letzte Abschnitt sein. Also ja, ich weiß, dass die chinesische Mauer sehr, sehr lang ist. Da, aber sie wird in diesem Spiel auf keinen Fall so lang sein wie in der Wirklichkeit. Das wäre ein bisschen vermessen. Aber es wäre wohl definitiv eine Leistung, die chinesische Mauer in Originalgröße auf dem Super Nintendo Modul zu kriegen. Aber rücken wir mal davon ab. So. Muss es jetzt zum nächsten Abschnitt gehen? Oh, das ist immer noch nicht der letzte. Ja, ich tippe mal, dass wir uns hier nochmal wieder verwandeln müssen. Schlange. Echt alles zugepflastert. Mit Gegnern. So, eben schnell die Kristallkugeln. Und bald... Bald brauche ich eigentlich auch keine mehr einsammeln. Denn mehr als 9 Leben kann man gar nicht kriegen. Wir sind wahrscheinlich wieder ein paar, ja genau, ein paar richtige Soldaten versteckt. Obwohl man die auch eigentlich ganz leicht mit der Karte auf Starte ausfindig machen kann. Aber ja, 3 sind wir auch da. Eigentlich fallen die auch so schon auf, sind ein bisschen breiter gebaut und haben ein etwas anderes Gesicht. Letzte, jawohl, gibt noch mal Lebensenergie. Jetzt müssen wir uns eigentlich irgendwo noch verwandeln. Ah ja, da, ups. Da ist ein Portal erschienen und sollte mich wundern, wenn da keine Statue von Will drin ist. Und genauso ist es natürlich auch. So, das hier müsste aber jetzt eigentlich, wenn wir über die Rampe da uns drüber gedreht haben, dann müssten wir eigentlich auch schon beim, ja, ich sag immer schon, ich weiß, dass man diese Dungeons wahrscheinlich auch schneller schaffen kann oder sogar ganz bestimmt, aber nichtsdestotrotz müssen wir dann eigentlich auch, ja, schon beim Boss sein. Der ja, wie schon von dem Typen im Dorf angesprochen wurde, ein Tausendfüßler ist. So. Ja, nur ein Gegner, das sieht nach Boss aus. Da wollen wir mal uns in die Tiefe wagen. Und bevor es zum Kampf kommt, machen wir an dieser Stelle